Es geht jetzt um folgende Aufgabe. 4 mal x hoch minus 2 mal y hoch 3 hoch 4 durch 8 mal x hoch 2 mal y hoch minus 3 hoch 2 und das Ganze hoch minus 2. So, womit beginnt man bei so einer Aufgabe? Also man versucht diese Klammern wegzukriegen. Ja, aber mit welcher fange ich an? Ja, mit der inneren. Das geht, man kann mit der inneren anfangen, ich würde fast... Nee, ist vernünftig. Gut, also, wir fangen mit der inneren an. Wir können ja danach die äußere machen. Ja, machen wir auch. Also das heißt, die äußere bleibt da. Also so. 4 hoch 4. Jawohl, also wir wenden wieder dieses Gesetz hier an. Jawohl. Und dann x hoch minus 8. Jawohl, da wenden wir das und das Gesetz an. Also das heißt, das ist eigentlich y hoch minus 2 hoch 4. Und das gibt y hoch minus 2 mal 4, also y hoch minus 8. Ja. Und dann noch y hoch minus 6. Ich war mal 11 hoch 12. So ist es. Also y hoch 3 hoch 4. Y hoch 3 mal 4 ist y hoch 12. Ja, jetzt im Nenner. Also das und das 8 hoch 3. Jawohl. X hoch 6. Ja, und x hoch 2 mal 3. Und y hoch minus 9. Y hoch minus 3 mal minus 3. So, und das Ganze hoch minus 2. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir diese Minus, diese große Klammer auf die beiden inneren aufteilen. Wo die Frage ist, ich würde erst das Innere vereinfachen. Das können wir auch. Das Gut. können wir auch direkt schon machen. Ja, dann machen wir das mal. Also wir machen die X-Hau wegkürzen. Jetzt fangen wir an mit den 4 hoch 4. Das können wir 4 hoch 4 ist. Nein, Vorsicht. Also entweder nimmt man Taschenrechner oder 4 hoch 4 ist 2 hoch 2 hoch 4. Und so schreiben wir das mal. Und das 3, 2, also 8 hoch 3 ist 2 hoch 3 hoch 3. So, dann, jetzt können wir die beiden hier zusammenfassen. Da verwenden wir diese Formel hier. Genau, also das ist minus 8, also minus 6. Also x hoch minus 8, minus 6. Steht halt jetzt im Zähler, hat einen ziemlich negativen Exponenten. Gut, jetzt nehmen wir das hier. Also y hoch 12 plus 9. Also minus minus 9, ja, genau richtig. Und das Ganze hoch minus 2. Also jetzt können wir das, 2 hoch 2 hoch 4 ist? 4 hoch, ja, 2 hoch? 2 hoch 8. Genau. Also 2 hoch 2 mal 4. Was gibt 2 hoch 3 hoch 3? 2 hoch 9. Ja, 2 hoch 3 mal 3. Sehr gut. So, und jetzt können wir das zusammenfassen. Was gibt dann? X hoch minus 14. Jawohl. Und y hoch 21. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt sollten wir das Ganze ja ohne negative Exponenten darstellen. Und hier kann man auch noch kürzen. Was ist 2 hoch 8 durch 2 hoch 9? 2, also das ist halt 8 minus 9 und das ist 2 hoch minus 1. Schreiben wir das nochmal mit negativen Exponenten hin. Also 2 hoch minus 1 mal x hoch 14 mal y hoch 21. Ich wollte noch sagen, wir haben vergessen, die äußere Klammer mitzunehmen. Die hoch minus 2 noch mitzunehmen. Sehr gut, ja. So, jetzt können wir aber die hoch minus 2. Ja, genau, so können wir die schon benutzen. Also, ja? 2 hoch minus 1 hoch minus 2 ist 2 hoch 2. Ja, minus 1 mal minus 2. Ja, dann kommt x hoch 28. Ja, minus 14 mal minus 2. Ja, und y hoch 42. Und 21 mal minus 2 ist? Minus 42. Und jetzt ohne negativen Exponenten schreiben. Das heißt, wir machen einfach 1 durch y hoch 42. Der haben wir richtig. Also steht da 2 hoch 2. Oder 4. Ja, kann man auch als 4 schreiben. Jetzt dann. Mal x hoch 28 mal 1 durch y hoch 42. Das ist gleich wie mal 1 durch. Ich schreibe das immer so als Nenner. Gut.